Tommy, raus mit dir. Jetzt. Sie hat nach ihrem Büro gesucht. Ich wollte nur helfen. Bitte, Miss Fiona. Halte den Jungen bitte hier raus. Schon gut, Tommy. Du musst nicht bleiben. Fiona und ich besprechen nur etwas. Nicht wahr? Ganz genau. Und jetzt geh, Kleiner. Wir sind doch vernünftige Menschen. Wir finden sicher eine Lösung. Sag mir, was du willst. Das Passwort zum Terminal und die Daten aller Arschlöcher, mit denen du Geschäfte gemacht hast. Transaktion, Kontakte, Verträge. Was genau hast du damit vor? Jemand ist es leid, dass deine Klienten ihre Steuern nicht zahlen. Hör zu, ich muss mein Geschäft und meine Klienten schützen. Das verstehst du doch sicher. Dein Geschäft? Von wegen. Denk an die Kinder. Willst du ihnen die einzige Chance auf ein besseres Leben verwehren? Das wird ja immer besser, diese Bitch. Hör mir wenigstens zu. Ich möchte dir ein Angebot machen. Na los, rede. Und spar dir den Bullshit. Danke. Komm mit. Ich zeige dir etwas. Siehst du das? Poster und Trophäen? Soll mich das etwa überzeugen? Mark Elway, 22 Jahre alt, großartiger Basketballspieler. Monica Diaz, 25, weltweit unter den 15 besten Tennisspielerinnen. Und unser größter Star, Al Ford. NUSA-Schwergewichtschampion mit nur 21 Jahren. Und jetzt willst du mir sagen, sie haben das dir zu verdanken? Ich habe ihnen geholfen. Ich. Und wenn du meine Klienten liegst, gehen das Center und die Karrieren der Kids den Bach runter. Das gilt auch für Tommy. Seine Datei ist hier. Wenn du mir hilfst, dann wirst du auch ihm helfen. Wie zynisch. Dafür sollte es eine Medaille geben. Eine billige aus Plastik. Du willst Tommy als Druckmittel benutzen? Es ist deine Entscheidung. Hier ist mein Angebot. Ein kontrollierter Leak. Ich gebe dir die Daten einiger Klienten, die zweitrangig für mich sind. Dein Auftraggeber will Namen und Transaktionsdetails. Die gebe ich dir. So werden alle glücklich. Hängt ihr euch auch die Bilder von den Kids an die Wand, die durch ihre Implantate krank werden und in der Gosse dahinsiechen? Wie stehen Tommys Chancen auf einen Vertrag? So gut wie null. Nur 15-20% der Besten kriegen einen Vertrag. Tommy wird vermutlich nach Hause gehen. Ohne sein Chrom in Stand zu halten und seine Organe stabilisieren zu können, damit sein Körper funktioniert. So läuft das eben. Entweder man schafft es an die Spitze oder schlägt hart auf den Boden auf. Aber du kannst ihm helfen. Er muss nicht unbedingt zurück. Warum der ganze Aufwand? Wenn du es wirklich wissen willst, es ist billiger. Nur weil du Kindern Chrom verpasst, für das sie zu jung sind? Glaubst du, wir sind die Einzigen? Nenne mir nur einen Profiathleten ohne Implantate. Es gibt keinen. Je früher man anfängt, desto besser die Ergebnisse. Ansonsten wäre Sport einfach absolut langweilig. Aber wir haben jetzt hier drei Möglichkeiten. Okay, wir leaken die Daten, scheiß auf dein Angebot, oder wir leaken, aber Tommy kriegt einen Vertrag. Seien wir professionell. Also ich nehme erstmal, okay, wir leaken die Daten. Sende die Daten, damit wir den kontrollierten Leak hinter uns bringen können. Scheiße, wie? Wirklich? Okay, Daten sind gesendet. Gut, man sieht sich. Jun. Lass uns jetzt nicht noch in die Länge ziehen, ja? Und weg. Mal gucken, was Mr. Hensleiser. Gute Arbeit, wie? Dank dir kann Europa dafür sorgen, dass Steuerfahnder nicht ungeschoren davon kommen. Okay. Wer ist dieser Klient, dem so viel an Steuern liegt? Die EEC will nur, was ihr zusteht.
Und da sie gut bezahlt, helfe ich nur zu gern. Der Vertrag ist abgeschlossen. Naja, 8000, okay. Ich wollte nur helfen, bitte, Miss Fiona. Halte den Jungen bitte hier raus. Ab mit dir, Tommy. Geh schon. Aber ich habe gar nichts gemacht. Alles gut, Tommy. Geh zurück auf dein Zimmer. Hi. Wir sind doch vernünftige Menschen. Wir finden sicher eine Lösung. Sag mir, was du willst. Die Daten auf deinen Rechner. Ganz einfach. Ich will den ganzen Laden hier niederbrennen. Halle fucking Luja. Ich verstehe, warum du wütend bist. Aber lass uns darüber reden. Du warst am Terminal mit den Daten meiner Klienten, richtig? Was genau hast du damit vor? Du verstehst da was falsch. Ich stelle hier die Fragen. Hör zu. Ich muss mein Geschäft und meine Klienten schützen. Das verstehst du doch sicher. Dein Geschäft? Von wegen. Mit Denk dem. An die Kinder. Willst du ihn... Es wird ja immer... Hör mir wenigstens... Ich mach dir ein Gegenangebot. Ja? Fick dich. Kein Grund, persönlich zu werden. Bleiben wir professionell. Halt's Maul und gib mir Zugriff. Du zerstörst alles, was ich mir aufgebaut habe. Das ist der Plan, ja. Zugriff. Jetzt. Okay, hier. Danke. Das wirst du schon bald bereuen. Glaub mir. Lass uns das jetzt nicht noch in die Länge ziehen, ja? Lass uns das jetzt nicht noch in die Länge ziehen, ja? Würde ich bald bereuen, ja, ja. Ah, schon besser. Ich dachte, da gibt's vielleicht nur eine Waffe. Okay, dann kommt natürlich erstmal noch ein Kampf. Ach komm. Haltet sie auf, Vetter! Habt ihr denn gegen mich? Nur weil ich euer Chefin ermordet habe oder was? Mein Gott. Gute Arbeit, Vi. Dank dir kann Europa dafür sorgen, dass Steuerfahnder nicht ungeschoren davonkommen. Wusstest du, dass die Kinder ein Chrom verpassen? Warum das Drama? Es ist ein offenes Geheimnis. Jeder weiß, was Sache ist, aber niemanden juckt's. Wenn es dir zu unmoralisch erscheint, entschuldige ich mich. Aber der Vertrag ist abgeschlossen. Bis dann, wie? Okay. Auch 8000, aber... Und irgendwie nicht, die kriegt auch so ein Camp. Was zum... Tommy, raus mit dir! Jetzt! Sie hat nach ihrem Büro gesucht. Ich wollte nur helfen, bitte, Miss Fiona. Halte den Jungen bitte hier raus. Schon gut, Tommy. Du musst nicht bleiben. Fiona und ich besprechen nur etwas. Nicht wahr? Ganz genau. Und jetzt geh, Kleiner. Wir sind doch vernünftige Menschen. Wir finden sicher eine Lösung. Sag mir, was du willst.
das Passwort zum Terminal und die Daten aller Arschlöcher, mit denen du Geschäfte ge- Was genau hast du damit vor? Jemand. Hör zu, ich muss mein... Dein Geschäft? Denk an die Kinder. Willst du ihnen die ein... Also. Hör mir wenig... Na los. Danke. Komm mit, ich zeige dir etwas. Siehst du das? Poster und Trophäen? Soll mich das etwa überzeugen? Mark Elway, 22 Jahre alt, großartiger Basketballspieler. Monica Diaz, 25, weltweit unter den 15 besten Tennisspielerinnen. Und unser größter Star, Al Ford. NUSA-Schwergewichtschampion mit nur 21 Jahren. Und jetzt willst du mir sagen, sie haben das dir zu verdanken? Ich habe ihnen geholfen. Ich. Und wenn du meine Klienten liegst, gehen das Center und die Karrieren der Kids den Bach runter. Das gilt auch für Tommy. Seine Datei ist hier. Wenn du mir hilfst, dann wirst du auch ihm helfen. Wie zynisch. Dafür sollte es eine Medaille geben. Eine billige aus Plastik. Du willst Tommy als Druckmittel benutzen? Es ist deine Entscheidung. Hier ist mein Angebot. Ein kontrollierter Leak. Ich gebe dir die Daten einiger Klienten, die zweitrangig für mich sind. Dein Auftraggeber will Namen und Transaktionsdetails. Die gebe ich dir. So werden alle glücklich. Hängt ihr euch auch die Bilder von den Kids an die Wand, die durch ihre Implantate krank werden und in der Gosse dahin sehen? Wie stehen Tommys Chancen auf einen Vertrag? So gut wie null. Nur 15-20% der Besten kriegen einen Vertrag. Tommy wird vermutlich nach Hause gehen. Ohne sein Chrom in Stand zu halten und seine Organe stabilisieren zu können, damit sein Körper funktioniert. So läuft das eben. Entweder man schafft es an die Spitze oder schlägt hart auf den Boden auf. Aber du kannst ihm helfen. Er muss nicht unbedingt zurück. Ich akzeptiere dein Angebot nur, wenn du dafür sorgst, dass Tommy einen guten Vertrag kriegt. Okay, du kriegst einige Daten. Tommy kommt in eine kleine europäische Liga. Er wird zwar kein Star, aber das ist mehr als genug. Daten übertragen. Das war eine weise Entscheidung. Der Schuppen sollte mit dir niederbrennen. Lass uns das jetzt nicht noch in die Länge ziehen, ja? Sorgen, dass Steuerfahnder nicht ungeschoren davonkommen. Wer ist dieser Klient, dem so viel an Steuern liegt? Die EEC will nur, was ihr zusteht. Und da sie gut bezahlt, helfe ich nur zu gern. Der Vertrag ist abgeschlossen. Besucht mich auch auf Instagram und Twitch. Die Links findet ihr in der Beschreibung.